Zum General Management kann man sagen, klar, man lernt im ersten Semester in der Tat noch Grundstruktur, das Handwerkszeug, dass ich mich schon einmal mit dem Business Environment auseinandersetze und mit Business Analysis, auch mit Controlling. Ja? Also was muss ich eigentlich machen, damit ein Unternehmen funktioniert? Gleichzeitig ist eine Organisation nicht etwas Hermetisches, Abgeschlossenes oder ein Elfenbeinturm, sondern ich muss auch auf die Umwelt reagieren. Ich schaue mir eben auch Umweltfaktoren an. Und das dritte wichtige Modul ist, dass wir uns mit Kultur beschäftigen, uns mit Märkten beschäftigen und auch mit Konsumenten, Schrägstrich den Menschen. Weil wofür ist denn eine Organisation da? Ist doch kein Selbstzweck, sondern eine Organisation ist für Menschen da. Einerseits natürlich für die Mitarbeiter, aber natürlich auch für die Menschen außerhalb der Organisation, weil irgendwas mache ich ja. Egal, ob ich Profit bin oder Non-Profit, es ist kein Selbstzweck, obwohl manche Unternehmen sind verkommen zum Selbstzweck, sondern eine Organisation, ein Unternehmen ist eigentlich immer in einer dienenden Funktion. Und da muss ich mich natürlich auch mal mit den Menschen beschäftigen, weil wem will ich denn dienen? Aber es reicht ja nicht nur zu wissen, was man wissen muss, sondern man muss es ja auch erproben. Und darauf aufbauend geht es dann, wie gesagt, im zweiten Semester mehr um die Arenen. Eine Arena kann sein, wir gehen auf den Parteitag. Ist mal egal, von welcher Partei. Wenn es gerade reinpasst und schauen uns an, wie läuft denn das da so? Wie ist denn dann der Aufmarsch des Parteivorsitzenden? Wie reagiert das Parteivolk in Anführungszeichen. Ja, wie sind die ganzen Inszenierungen, wie kristallisiert man da raus? Das kann man ja häufig schon, wie sich Leute bewegen und wie sich Leute geben, kann man schon erkennen, wer ist in einer Machtposition, wer ist in einer Ohnmachtsposition. Man kann dann aber auch so simple, oder nicht simple, aber einfachere Märkte und Arenen sich anschauen, wie dass man auf den Marktplatz geht und schaut mal an, wie läuft denn, das ist ja noch, sage ich mal, das Ursprünglichste, was in unserer Gesellschaft gibt, der Samstagsmarkt. Schau mal an, wie läuft denn der ab, ja? Also wie ist da das Agieren zwischen, sage ich mal, Marktbesuchern und diejenigen, die auf dem Markt etwas verkaufen. Da gibt es noch ein weiteres schönes Modul, das wir die Edubike-Tour nennen. Dass wir auch sagen, okay, man muss auch mal schauen, wie laufen denn solche Arenen ab und wie nähern wir uns diesen Arenen. Und da gehen wir gemeinsam mit unseren Studierenden auf die Fahrräder und schauen uns in einer Reise, die circa 2 Wochen geht, schauen wir uns verschiedene Arenen und Märkte an. Der Startpunkt kann Karlsruhe sein, der Startpunkt kann aber vielleicht auch Paris sein oder der Startpunkt kann Oslo sein und man radelt 2 Wochen durch Norwegen. Das entscheiden dann die Studierenden gemeinsam mit dem Professor. Was alle Säulen im Grunde genommen verbindet, hier, das ist der Studiengang. Papier ist geduldig. Da stecken ja auch Menschen dahinter. Und das sind alle Schwerpunkte von unseren Professorinnen und Professoren, die natürlich das auch, was sie, sage ich mal, über Jahre an Kompetenzen erworben haben, jetzt auch wirklich mit Leidenschaft im Master umsetzen wollen. Also einerseits, es passt zur Hochschule, es passt zum Markt, aber es sind auch Schwerpunkte unserer Professoren. Also eine Kombination aus diesen dreien.